Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar sind wir heute unterwegs bei der Villa Anna L. Ja, und dann würde ich sagen, schalten wir mal um. Wie ihr jetzt sehen könnt, sind wir hier jetzt im Bereich der Bücherei oder irgendwas in der Richtung, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, und hier geht es dann weiter. Hier ist noch ein Raum. Schon krass. Und hier hinten geht es weiter, das ist schon etwas dünkler. Hier ist schon etwas dünkler hier drin. Hier sieht man schon wieder so gut wie nichts, weil ich gerade Taschenlampe dabei habe. Hier, Papa. Und hier ist der berühmte Stuhl. Hier ist der berühmte Stuhl. Aber den sehe ich jetzt nicht, weil ich ihn nicht filmen kann. Hier ist der berühmte Stuhl. Und das hier war der Bereich, wo er, ja, mehr oder minder, sage ich jetzt mal, gearbeitet hat. Hast du da auch noch Medikamente drin? Ja, aber ich habe meine Taschenlampe im Auto lassen und somit kann ich das leider jetzt nicht filmen. Aber ich muss es dann mal fotografieren. Schon krass. Schon absolut krasser Scheiß. Das ist der Stuhl. Habe ich jetzt gerade erwähnt. Schon absolut krass. So, ich gehe mal weiter vor, weil ich habe vorne und oben noch gar nichts gefilmt. Da werde ich nachher nochmal runterkommen und werde dann von dem Stuhl ein anständiges Foto machen. Hier geht's durch. Also ist schon ganz schön abgerockt. Was das mal so anschaut, ne? Schon komplett. Dann gehe ich mal weiter. Hier sind die. Ja, ich würde mir behaupten, Grabstein oder so. Oder ein Teil zumindest davon. 88. Und hier hinten steht 2000. Ja, da hat vorgestern sein Todestag gehabt. Was ist da jetzt gemeint, dass du es gesagt hast? Schon ganz schön durch hier alles, ne? Hier geht es dann weiter. Komplett verrückt. Hier sind auch noch Spritzen und alles drin. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hoch. Aber im zweiten Stock ist die Treppe oben im Arsch. Da steht er, der gute Flügel. Guckt euch den an. Den kennen viele ja schon. Würde ich jetzt mal behaupten, aus einigen Videos, beziehungsweise auch YouTube und Instagram Bilder. Aber der ist mega. Der ist absolut mega, der Flügel. Krass. Schon absolut heavy, ne? Wenn man benimmt, dass das, ich glaube, eine Gynäkologenvilla oder sowas war. Alter Schrank. Da vorne ist der Flügel. Hier geht es nochmal durch. Also sie ist schon, ja, wie soll man sagen, sie ist schon wirklich komplett runter, ne? Aber ich wollte den unbedingt mal machen, diesen Lost Place, weil ich mir dachte, schaust du den mal an. Ha! Alte Bücher.
Was auch sehr geil ist, ist hier hinten ein uraltes Bügeleisen. Und die Tür aufgeht. Die ist zu. Die ist dicht. Hier geht's wieder vor. Alter. Ha, wir haben die Küche gefunden. Schaut euch das an. Das ist die alte Küche. Krass. Da stehen sogar alte Töpfe und Pfannen da. Mega geil. Hier ist ein uralter Schrank. Teller. Schaut euch das an, Alter, die ist schon komplett rotten. Lasst das mal auf euch wirken. Da geht's wieder runter. Da ist Hähnchen. Deine Töchter sind im Keller. Die sind im Keller? Ja. Was erwarten die im Keller? Geh und guck. Das ist auf jeden Fall, was ich total faszinierend finde, ist, dass halt hier tausende von Büchern drin waren. Schon krank. Wahnsinn. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, folgt mir auf Instagram, auf Facebook und natürlich Robexer Lifestyle.